direkt, das erste, was ich mitbekommen habe, war direkt so Sachen wie Shisha-Rapper. Und im Laufe seiner Promophase dann pumpende Highbands und bla bla bla. Stimmt. Und so wie ich es im Song auch erwähnt habe, es gibt eine, das muss ich jetzt auch einmal offen und ehrlich Dings aussprechen, es gibt eine Vorgeschichte zwischen ihm und zwischen ein paar Leuten aus meinem Umfeld. Ne? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, draußen sind 32 Grad, ihr chillt bestimmt irgendwo an einem See und ich mache euch hier die Was los Folge fertig, klar? Ich habe Casey getroffen auf dem Brainwash Festival. Ja? Ich habe ihn gefragt, er hatte Bock, wir haben uns hingesetzt und einmal über das ganze Ding nochmal gequatscht, jetzt aus der Rückschau. Der Diss-Track ist da, ne? Einiges ist schon passiert, Hatta hat sich mittlerweile auch der Polizei gestellt, er ist auf freiem Fuß, Kaution, vieles ist passiert. Wir haben einmal nochmal aufgerollt, wie ist dieser Streit eigentlich entstanden, wo ist er entstanden, wie lange läuft das schon, ja? Ein paar Sachen aus der Vergangenheit, ein paar aktuelle Sachen und ein Ausblick auf die Zukunft, wie kann man zusammenkommen, ist es möglich, dass man nochmal zusammenkommt, ist das Ding durch? Auch über das neue Album haben wir gesprochen, Abstand ist am Start. Freunde, ich werde am Ende der Sendung nochmal meine Meinung zu diesem ganzen Beef-Thema sagen. Bis dahin halte ich das Intro kurz, wünsche euch erstmal viel Spaß mit der Folge und sage bis gleich. So, da sind wir. Entschuldige. Da sind wir. Moin. Moin. Wieder beim Brainwash Festival. Ja. Beim letzten Mal waren wir in München, nachdem ich... Nachdem ich Chata und Haftbefehl im Interview hatte, dann kam ich direkt zwei, drei Tage danach war ich in München, haben uns direkt getroffen. Ja. Jetzt ist wieder, jetzt hast du den Diss rausgehauen, wieder treffen wir uns hier. Ja. Wie der Zufall so wird. Ja, mein Lieber, ist ganz schön viel passiert. Also ich muss einmal nur ganz kurz für die Leute sagen, du kommst gerade vom Auftritt runter, wie auch beim letzten Mal, zwischen Tür und Angel haben wir gesagt, komm, wir setzen uns kurz und vielleicht sprechen wir über das Hauptthema, was aktuell ist, Diss. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch das neue Album ansprechen. So nebenbei. So nebenbei. Ja, der Diss ist gerade Thema Nummer 1 auch, ist ja klar. Hm. Bevor ich gleich anfange mit Fragen und bla, wie fühlst du dich gerade vom Gefühl her? Findest du, du hast, weißt du, Battle ist ja so ein bisschen wie ein Boxkampf. Ja. Fühlst du dich gerade, ist das so ein 1-1-Ding so? Jetzt ist gerade quit? Oder wie fühlt man sich? Ja, also von diesem Dingsfaktor her, von den Treffern her, finde ich, ist es jetzt das erste Mal auf jeden Fall so ein bisschen gleichgewichteter, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Vergangenheit sehr viel gesagt wurde, wo ich so versucht habe, die Coolness zu bewahren. Und jetzt habe ich halt. Ja, nimm ruhig erst, gib mir dann. Danke, Bro. Also, brauchst du wieder, oder? Morgen. Achso, okay. Hm. So. Sorry, ich bin gerade von der Bühne runter. Eine Zigarette muss gehen. Ja, ist gut. Ich fühle mich von der Gewichtung her jetzt auf jeden Fall ein bisschen befreiter, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass ich nichts gesagt habe. Und jetzt habe ich was gesagt. Und da fühle ich mich auf jeden Fall befreiter. Ja, wie soll ich anfangen? Alter? Ist ja viel, viel passiert. Jetzt können wir ja anfangen, wenn wir mal zurückgehen. Dieser Streit ist ja, also ich sag jetzt mal von meinem Gefühl, das ist ein jahrelanges Ding. Kann man das so sagen? Nee, das kann man nicht sagen. Oder mindestens ein Jahr ist das ja schon. Zwei. Also okay. So anderthalb, zwei Jahre. Jahrelang ist jetzt, hört sich schon. Ja, okay, so hört es ja mit 10. Okay. Aber so ist es ja nicht. Es ist ein Ding, was eigentlich für mich Thema ist. Sehr extrem seit der Promophase jetzt diesmal, ja. die Jungs hatten. Und seit der letzten Promophase ist es auf jeden Fall ein Thema, aber so, dass es mich wirklich richtig kratzt, seit der letzten Promophase von den Jungs. Ja. Also kann man sagen, Auslöser jetzt für diesen Diss-Track, bevor wir nochmal dazu kommen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du darüber reden kannst, über diese Schießerei, Rebel Bar. Darüber kann ich eigentlich gar nichts reden. Ja. Es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Ja, ja. Und das wäre jetzt einfach blöd, darüber irgendwas zu sagen. Kann ich auch nicht. Und kannst du auch nicht mal sagen, jetzt zum Beispiel, ob das was mit den Diss-Track zu tun hat? Oder der Diss-Track kam danach, davor? Ich hatte den Eindruck, ich kann über dieses Thema einfach nicht quatschen, weil es ein laufendes Ermittlungsverfahren ist. Das muss man so akzeptieren jetzt, dass es so ist.
Und was kann ich dir über den Diss sagen? Der Diss ist, für mich ist es immer noch nicht, also du sagst, wie fühlst du dich jetzt? Ne? Ich fühle mich genauso, wie ich mich vorher auch gefühlt habe. Für mich hat sich nichts geändert, nur dass ich jetzt mal eben was gemacht habe, was, finde ich, der richtige Zeitpunkt war, etwas zu sagen, etwas zu machen und zu handeln einfach. Weil für mich hat das einfach Maße angenommen, wo ich nicht mehr cool damit gewesen bin. Ja, also du willst das Thema, glaube ich, einmal richtig ausschlachten. Einmal das Thema ausgeschlachtet ist eigentlich auch nicht so die lange Story. Es ist einfach, als Khatar im Knast war, hat er mich über eine dritte Person nach Unterstützung gefragt, über Bero. Bero hat mich angerufen, hat gesagt, möchtest du ihn supporten? Ich habe gesagt, natürlich möchte ich ihn supporten. Aus demselben Grund heraus, wie ich auch schon mal mit Bero ein Feature gemacht habe. Für mich war das einfach so dieses Ding, er ist auch halt so ein Community-Ding. Ja, genau, er ist und ein cooler, anders, ich habe eine andere Sympathie direkt von Grund auf, wie wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, der ist Iraner oder keine Ahnung, ich mache jetzt mit einem Iraner ein Interview, dann denkst du dir, okay, cool, der ist ein Landsmann von dir. Ja, wobei mein so, ja, okay. Das war eigentlich die Story, dass ich dann da einfach versucht habe, meinen Support abzugeben. Unabhängig davon, wie groß oder wie klein ich zu der Zeit war. Ne? Mhm. Weil zu der Zeit war er natürlich auch eine gewisse Größe und ich war auf jeden Fall nicht auf dem Stand, wie ich jetzt bin. Ja. Ne? Deswegen, vielleicht war er sogar bekannter als du zu der Zeit, oder? Als er in den Knast gegangen ist, mit diesem Split-Video. Ja, natürlich, zu der Zeit war er auch in den Medien vertreten. Genau, er hatte einen Mega-Hype. So. Streitet dir keiner ab. Nein, das ist klar. Ich wollte nur sagen, es spielt aber für mich keine Rolle, ob du der kleinste Mann bist oder der größte Brecher bist, den die Welt gesehen hat, wenn du jemandem eine Hilfestellung anbietest, ne, oder du bereit bist, jemandem zu helfen. Mhm. Egal in was für einer Form, ob es einmal ist, zweimal ist, ob es nur ein bisschen ist, ob es sehr, sehr viel ist. Und ich habe das einfach gemacht. Ich habe mir bei Interpol habe ich mir sein T-Shirt angezogen, auch bei meinen eigenen Blogs, wo damals auch, wo wir mit den Jungs einmal Fußball spielen waren. Ja, ich weiß, mein Bruder war da, dein Bruder war am Support. Genau, ich weiß, viele haben supportet, Wir haben einfach dieses Ding so ein bisschen supportet. Auch als er drin war, habe ich habe sein T-Shirt angezogen, war in seinem Video, ich habe es geteilt. Ich habe hier und da was gepostet, wenn er was released hat oder wenn was gekommen ist. Und habe einfach versucht, so ein bisschen das zu machen, so, was man halt machen kann für jemanden, der gerade im Knast ist. Ja. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Habe auch im Laufe dieser Zeit, wo ich mit Ever dann ein Feature gemacht habe, dieses Feature habe ich jetzt nicht nur gemacht, weil ich jetzt unbedingt ihn supporten wollte, weil Ever ist mir auch sympathisch geworden, als ich sie kennengelernt habe. Sie war total nett zu mir und ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich kann mit ihr den Song machen. Aber als dann Khatar aus dem Knast rausgekommen ist, es hat für mich keinen Sinn ergeben. Ne? Ja, es hat für mich keinen Sinn ergeben einfach. Verstehst du? Ja. So, er ist aus dem Knast rausgekommen und ich habe direkt, das erste, was ich mitbekommen habe, war direkt so Sachen wie Shisha-Rapper und im Laufe seiner Promophase dann pumpende Highbands und bla bla bla. Stimmt. Und so wie ich es im Song auch erwähnt habe, ohne den Song jetzt auseinanderzunehmen, ich habe das Gefühl gehabt, er bildet einen Gegenpol zu uns und speziell zu mir. Und ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe mir gedacht, warum? Hast du dich da schon so, warst du enttäuscht? So, du hilfst, also dieses vom Gefühl her. Ich war enttäuscht, aber ich wollte es mir nicht so krass anmerken lassen. Ja klar, man will ja auch erstmal, weißt du, so, vielleicht. Ich habe mir gedacht, ey, guck mal, ich habe mir das nicht anmerken lassen, aber mich hat es gestört. Ich habe mir gedacht, Alter, da war doch ein Sympathiefaktor da. Ja. Ich habe auch mit ihm telefoniert, als er einmal drin war, an dem Tag, wo ich mit Eva im Studio war und den Song aufgenommen habe. Ja. Und, er hat mir gesagt, ich feiere das, dass du Erfolg hast und bla und dies und das und keine Ahnung. Und von Grund auf habe ich eigentlich ein gutes, ich habe gedacht, dass ich ein gutes Verhältnis zu ihm habe. Ja. Egal was ist. Ja. Als er dann rausgekommen ist, habe ich halt diese Sticheleien wahrgenommen. Ne? Und viele Leute haben mir dann gesagt, ey, scheiß drauf und bla 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 und keine Ahnung. Und also mein Umfeld und. Klar. Meine Familie und keine Ahnung, weil ich das natürlich auch nicht gewohnt bin, diesen Gegenwind zu haben. Weißt du, ich habe das noch nie so krass gehabt, dass jemand überhaupt versucht, gegen mich irgendwie so krass zu sticheln, oder bin ich nicht gewohnt. Und habe mir gedacht, komm, gib der Sache auch mal ein bisschen Zeit, ne?
Und guck löst mal, sich das auf von alleine. Genau, guck mal, wie, ja, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Mhm. Und ich habe einfach gesehen, es entwickelt sich in keine gute Richtung, sondern es kommt immer mehr. Dann war es so, dass du auch ein Interview mit ihm hattest, ja, und er auch versucht hat, irgendwas in Richtung zu machen, von wegen damals irgendjemand, ich war der erste kurdische Rapper, der so gemacht hat, der das gemacht hat, der dies gemacht hat. Ich möchte ihm keine Sachen, also ich möchte ihm keine wie das absprechen, ich möchte ihm nichts absprechen. Ja. Er hat gemacht, was er gemacht hat. Ja. Es ist mir auch egal, ne, wie er seine Karriere führt und was er sagt. Nur ich erkenne halt in sehr vielen Sachen so Sticheleien mir und meinem Umfeld gegenüber und frage mich dann, wieso? Was ist der Grund dazu? Dann habe ich irgendwann ihn kontaktiert. Ich habe ihn angerufen und ich habe seine Nummer herausgefunden. Ich glaube, ich habe seine Nummer von Kurdo genommen und habe ihn angerufen und habe gefragt, was ist da los? Und das ist auch das. Mich. Da haben wir im Gespräch. Genau, worüber wir letztes Jahr geredet haben. Was ja auch eigentlich schon voll Banane ist, voll dass jedes Mal, wenn wir uns treffen, muss ich mich rechtfertigen für das, für irgendwelche Sticheleien von seiner Seite. Ich habe ihn angerufen und habe mit ihm gequatscht. Und es gibt eine, das muss ich jetzt auch einmal offen und ehrlich Dings aussprechen, es gibt eine Vorgeschichte zwischen ihm und zwischen ein paar Leuten aus meinem Umfeld. Ne? Und diese Vorgeschichte hat einfach die Situation zu mir und ihm anscheinend so befleckt, ne? Dass er irgendwie keine neutrale Haltung mehr mir gegenüber einnehmen konnte und mich und mein Umfeld vielleicht dazu auserkoren hat, ne? Okay, die greife ich jetzt an. Oder da in diese Richtung stiche ich jetzt. Also sozusagen, darauf wäre ich eh gekommen und gut, dass du das ansprichst. Sozusagen ist das eine Geschichte, die im Hintergrund abläuft, die mit Rap erstmal nichts zu tun hat, gar nichts. Aber also mit den Leuten, mit denen er Konflikte hat. Und genau, die haben sich auf euch aber, ein bisschen... Aber ich kenne die Geschichte auch nicht zu 100%. Okay, ne? Weil das ist nämlich eine jahrelange Geschichte. Das ist eine jahrelange Geschichte, auch bevor er reingegangen ist. Nee, das wollte ich nur sagen. Ich kenne die Geschichte nicht 100%. Ja. Ne? Aber ich weiß, dass er gar nicht mal so krass viel damit zu tun hat. Ja. Sondern es ist von seinem Umfeld und von meinem Umfeld. Aber es färbt so krass ab, dass einfach du und ich dann quasi nicht mehr so richtig gut, nicht mehr sauber miteinander, kein sauberes Verhältnis mehr miteinander haben. Was ich aber voll schade finde, weil du bist ein Rap-Künstler und ich bin ein bekannter Rap-Künstler. Ne? Und wir sind Künstler, wir müssen unser Ding machen, so. Wir müssen irgendwie miteinander auskommen. Gerade auch wenn du Kurde bist und ich Kurde bin und das ist behindert, das ist so, wenn das abfährt. Ja, das ist so, wenn es abfährt, für die Community ist, einfach ist das scheiße, ja. Als Vorbildfunktion ist das scheiße, für die Community ist das scheiße. Genau. Das splittet, das spaltet. Und im Interview hat er halt, im Telefonat, wo ich dann mit ihm gequatscht habe, hat er zu mir gesagt, ja, das war so gesagt und ich meine dich gar nicht mit Shisha-Rapper und ich meine dich damit nicht und warum beziehst du das dann auf dich und keine Ahnung. Und hat mir durch die Blume gesagt, ich werde es im nächsten Interview oder ich werde es in der laufenden Zeit, werde ich schon durchsickern lassen, wen ich oder was ich damit meine. Mhm. Habe ich gesagt, okay, dann mach das, weil das musst du tun. Also das muss man einfach machen, wenn jetzt jemand Shisha-Rapper sagt, und du meinst dich damit nicht, dann nimm wenigstens die Luft raus und sag, okay, ich hab ihn nicht gemeint. Ne? Weil er hat auch zu der Zeit zum Beispiel Fotos mit Kurdo gepostet, mit dem gepostet, mit da gepostet und man konnte, das war dann so wie so ein Ausschlussverfahren, okay, den meint er nicht mehr, den meint er auch nicht mehr. Es bleiben nicht mehr viele Varianten über. Und abgesehen, unabhängig davon, wen du meinst oder wen du nicht meinst, ne? Die Leute da draußen, vor denen ich natürlich auch ein Gesicht zu bewahren habe, die beziehen es auf mich. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Knast rauskommst und ich sage, ja, jeder Rapper, der aus dem Knast frisch rausgekommen ist, ist für mich ein Wichser. Und wenn ich sage, aber ich meine Khatar nicht, dann wird es auch jeder auf ihn beziehen, zu der Zeit, als er auch wirklich rausgekommen ist. Und für mich war es einfach wichtig, stell es doch einfach gerade, ne, damit einfach da kein Ding ist. Ne? Ja. Und ich habe da zu der Zeit einmal die Nähe zu ihm gesucht. Aber die Nähe insofern gesucht, die Sache, diesen Clash, einfach diesen Beef einfach zu squashen und zu sagen, okay, da soll einfach nichts mehr sein. Weil ich es als unnötig empfinde. So. Bis dahin dachte ich auch, das Ding ist gelöst. Umso überraschender war es für mich. Aber dann ging es ja weiter. Dann ist halt du hattest ein Interview mit dem, dann höre ich irgendwas mit, ich bin da war der erste Kurde, der so was gesagt hat und damals hat, der ist dann erst aufmerksam auf sein Kurdensein gekommen.
Das spielt keine Rolle. Ich kann diese Sache noch 20 Mal sagen, ob die Sache jetzt positiv aufgewertet wird oder nicht. Ich habe irgendwann vor 11 Jahren, vor 12 Jahren, als ich 16, 17 Jahre alt war, als ich ein Kind war, habe ich eine Zeile von mir losgelassen und seitdem kam gar nichts mehr. Und diese Zeile war diese türkische Prinzzeile. Aber ich komme aus einem kulturellen Umfeld, wo gerade unsere, ich kann immer nur dieselbe Begründung abgeben, wo gerade unsere Artgenossen einfach krass assimiliert wurden, wo Leute umgebracht wurden. Ne? Es war einfach gefährlich als Kind. Es war einfach gefährlich. Ja, weiß ich. Und was viele Leute nicht checken, ja, ich bin aber auch zum Beispiel von daher, ich bin auch zum Beispiel aus der Stadt, aber warum sage ich das denn nicht oder warum machen wir das denn nicht? Warum haben wir denn von Anfang an gesagt, wir sind straight, 100% gerade Kurden? Ja, weil für dich sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet wurde. Gerade auch zum Beispiel auch Rapper. Ja, Azad, Medien, Azad ist Azad, hier, das genau. Als einer der ersten. Genau. Und der Unterschied ist, du bist 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt und bist in Deutschland geboren, aber ich habe in der Türkei gelebt. Ich bin hierher gekommen, ja. Und ich war 4, 5, 6, 7 Jahre alt. Weißt du, was ich meine? Und ich bin hier erst groß geworden und auch noch in einer Umgebung wie Magdeburg, wo sowieso überhaupt gar keine Ausländer waren. Und in diesem Deutschrap-Zirkus gab es gar keine Kurden, Türken, das, dies. Guck mal, es gibt ein Beispiel. Ja, ja. Vor Jahren zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass sehr, sehr viele Kurden bei der WM, da wo Türkei gegen Brasilien gespielt hat, auch sehr, sehr viele Kurden zum Beispiel auch sympathisiert haben mit der türkischen Nationalmannschaft. Das ist ja heute undenkbar. Da ist ja jetzt so eine brisante Stimmung. Man kann ja gar nicht sich freuen dafür, wenn irgendein Türkei-Spieler ein Tor schießt oder wenn das passiert oder wenn dies passiert, weil man sich durch diese ganzen Brisanz so von diesem Thema abwendet und eine Distanz zu diesem Thema hat, dass es schon gar nicht mehr möglich ist. Was ich damit sagen will, ist das Thema auch mal drauf geschissen. Ne? Das ist nur so ein Side-Thema jetzt. Ja, aber da haben wir ja auch im letzten Interview in Düsseldorf saßen wir an einem Tisch, weißt du noch, da hast du das eigentlich meiner Meinung nach genug aber die erklärt, dass man nicht mehr darüber redet. Die Grundintention, dass er Kurde ist und ich Kurde bin und ich ihn deswegen unterstütze, ich deswegen einen Schritt auf ihn zugehe, ich deswegen versuche das zu klären, ich ihn deswegen anrufe, ne? Hat er komplett falsch verstanden. Es wurde als Schwäche gewertet. Das weiß ich heute. Das wusste ich da nicht. Er hat es als Schwäche gewertet, um noch mehr zu sagen, noch mehr zu sagen, noch mehr zu sagen. Okay. Ne? Und über die gesamte Promophase, letztes Mal mit seinem Album, was er hatte, über diese gesamte Promophase hat er angeeckt. Ich habe dann natürlich zurück angeeckt, ne? Und habe natürlich auch versucht, die Sache auf eine coole und sportliche Art und Weise, ne? So aussehen zu lassen, dass ich mich nicht komplett von diesem Typen ficken lasse in der Öffentlichkeit. Ja. Mir ging es ja nur darum. Bis du mit ihm ein Interview geführt hast zu seinem jetzigen neuen Album, was er mit Haftbefehl gemacht hat, und er auf einmal mit irgendeiner Lüge auftaucht und sagt, ich wollte bei ihm sein. Und ich habe danach auch noch mit einem von seinem Umfeld Gespräche geführt und habe sogar ein Tischgespräch gesucht zu ihm. Ja, ich habe gesagt, komm, lass uns treffen und lass uns das Thema beenden. Hier gibt's nichts. Von meiner Seite aus gibt's nichts. Lass uns das Thema beenden einfach. Und da kam die Ignoranz und die Arroganz, nee, ich treffe mich nicht. Von ihm und von seinem Umfeld, ja, nee, wir brauchen uns nicht treffen, gibt nichts zu reden. Hab ich mir gedacht, Alter, ey, bist du der Typ, der 100.000 Platten verkauft? Oder bin ich der Typ? Warum willst du mit mir nicht reden? Was hat das denn für einen Sinn, dass du mit mir nicht quatschen willst? Ne? Das hat ja überhaupt gar keinen Sinn. Und da kann ich direkt auch rüberspringen zu diesem ganzen Promo-Beef. Promo-Beef ist es, wenn ein Newcomer irgendeinen großen angesehenen Rapper ist, aber nicht, wenn jemand, der fünfmal so viel verkauft wie du, dich dings, das hat mit Promobrief nichts zu tun. Ich versuche nur meinen Standpunkt zu vertreten und das plausibel in der Öffentlichkeit darzustellen, auch für die Leute, die an mich glauben, die seit jahrelang schon meine Musik hören und die für die ich natürlich auch eine Figur bin, wo die überhaupt gar nicht gerne sehen, dass jemand überhaupt auf dich solche Filme machen kann. Ja, genau. So, ich erzähle weiter, damit wir das Thema schnell abhaken können und über wichtige Sachen reden können. Okay. So, dann, was ist dann passiert im Interview? Baust du eine Lüge auf und sagst, das war ein ehrenloses Verhalten. Du nennst mich ehrenlos wegen einer Lüge, die du aufgebaut hast. Also, warum soll ich denn bei dir sein? Also noch öfter kann ich es jetzt nicht sagen und ich kann es auch nicht krasser betonen. Sowas gab es nicht und sowas
Gab es auch sowas nicht lange bevor du bei Banger warst vielleicht? Nein, ich hatte ja davor mit ihm nichts zu tun. Nee, ich dachte vielleicht... Ey, guck mal, ich will jemanden sehen in dieser deutschen... Also nicht, dass es niemanden gibt. Wahrscheinlich gibt es viele loyale Typen in diesem Deutschrap-Zirkus. Aber ich will jemanden sehen, der diese Grundloyalität wie ich hat. Wer ist denn mein Umfeld? Jeder, mit dem ich vorher auch war. Ja. Ich war noch nie so schlecht mit Manuelsen, dass ich mit ihm nicht mehr quatschen konnte. Oder keine Ahnung. Ja. Ich hatte irgendwann mal eine Reiberei mit ihm. Ja, trotzdem Meinungsverschiedenheit. Du bist immer noch mit PA. Ich habe immer zu der damaligen Zeit, wo ich mit Manuelsen war, haben wir versucht, Label-Deals rauszuholen für uns alle. Ne? Und das haben wir gemacht, weil wir waren Jungs, wir wollten nach oben. Wir wollten zeigen, was wir drauf haben und wir wollten zeigen, wir können rappen. Mhm. Und haben gemeinsam irgendwas versucht. Als ich gesehen habe, es funktioniert nicht. Ne? Und meine Sachen werden nicht released, weil die Struktur nicht da ist, was überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Ne? Weil vielleicht hat die Struktur gefehlt, vielleicht hat das Labelmanagement gefehlt, vielleicht hatten wir kein Geld, um Sachen rauszubringen. Das sind alles Faktoren, die sind menschlich. Ja. Ne? Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach mein Album selber rauszubringen und habe 2 Alben komplett auf eigenem Fuß rausgebracht. Ja, ich weiß, über Wolfpack. Ne? Ich habe Geld gespart, ich habe in meine Karriere investiert, ich habe daran geglaubt, dass ich es zu etwas bringen kann und habe über nette Menschen meine Alben veröffentlichen können. Ne? Und ich mache immer noch bis heute. Und danach habe ich ein Label-Deal gesigned. Ich hatte sehr, sehr viele Angebote, habe mich für Farid entschieden, weil ich diese Vision, die er hatte, einfach teilen konnte. Und diese Vision, die er hatte, die war nicht schlecht. Im Gegenteil, sie war sehr gut. Und heute bestätigt es sich für mich einfach nur, weil ich habe mittlerweile, ist es mein 4. Album, was ich bei Banger Musik jetzt veröffentlichen werde. Abstand. Ja. Ne? Es ist mein 4. Album. Und ich hüpfe nicht nach links, ich hüpfe nicht nach rechts. Ich bin immer die ganze Zeit mit den gleichen Typen. Und ich werde auch weiterhin bei Banger Musik bleiben, weil ich bin mit der Arbeit zufrieden. Und wenn ich irgendwann bei Banger Musik nicht bleiben wollen würde, würde ich sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Aber ich mache es nicht, weil mir gefällt ja die Arbeit. Und mir gefällt einfach alles. Mein Live-Geschäft gefällt mir. Ich bin einfach zufrieden. Unabhängig davon werde ich in Zukunft bestimmt irgendwann mein eigenes Ding machen, aber nicht abseits von Banger Musik. Das ist klar. So. Boah, Alter, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Aber ist gut, das mal aus deiner Sicht zu hören. Wo war ich denn stehen geblieben? Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt bei dieser Nummer, dass du versuchst auf jeden zu erklären, Fall. Dass du nicht... Warum solltest du das sein? Was soll ich das sein? Verstehe ich auch voll. So, also, kam auch für mich selber also, es ist auch nicht irgendwie. Es gibt auch nichts, was falsch zu verstehen ist. Das Einzige, was ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich zu ihm gesagt, guck mal, du hast Streit mit ein paar von meinem Umfeld. Ja. Ne? Oder du hattest Streit mit ein paar von meinem Umfeld. Oder nicht du, sondern jemand, den du kennst, hatte Streit mit jemandem von deinem Umfeld. Und du brüstest dich die ganze Zeit damit, dass du da irgendwelche Aktionen gemacht hast. Okay, schön und gut, aber ich habe mit diesem Streit nichts zu tun. Weil ich bin Rap-Künstler. Ich muss heute in Hamburg sein, morgen muss ich in Stuttgart sein, übermorgen muss ich in Köln sein. Ich will nicht mit jedem Menschen in jeder Stadt, mit überall irgendwelche Feindschaften aufbauen. Und genau mit dir möchte ich auch keine Feindschaft aufbauen. Was er meiner Meinung nach mir wieder als Schwäche angesehen hat und gedacht hat, okay, vielleicht will Casey jetzt zurückrudern, vielleicht will er, keine Ahnung, ich ruder niemals zurück. Niemals. Das steht schon mal komplett fest. Die Rotze, die ich spucke, lecke ich nicht wieder auf. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel, mal unabhängig davon, wenn er jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, weißt du was, ich entschuldige mich für alles, ne? Würde ich sagen, weißt du was, ich entschuldige mich auch für alles. Das ist ja was. Weißt du was, lass uns das beenden. Ja. Warum mache ich das? Das ist fair. Warum mache ich das? Ich mache das nur aus einem Grund. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin 28 Jahre alt, ne? Und ich bin kein Kind mehr. Versteht ihr, was ich meine? Was soll ich jetzt hier irgendwelche Sachen so ausreizen, bis zum geht nicht mehr? Aber auf der anderen Seite, wenn du es nicht machst und wenn du jetzt voll darauf Dings machen willst und weitermachen willst und was du die ganze Zeit schon machst, wenn du es weitermachen willst, komm, mach, Alter. Hm. Ich bin nicht der Typ, der dieses Wort frisst von dir. Bin ich nicht. Und zu diesem Wort komme ich jetzt. Ich komme jetzt zu diesem Wort. Ich möchte nochmal davor sagen, aus der Lüge heraus sagst du, das war ehrenlos, hat versucht, bei mir zu sein. Ne? Mit was für einer Leichtigkeit kannst du dieses Wort ehrenlos sagen? Warum? Mit was für einer Leichtigkeit sagst du das? Wer bist du,
dass du mich ehrenlos nennst? Was hast du mit mir zu tun, dass du mich ehrenlos nennst? Was hast du von mir gesehen, dass du mich ehrenlos nennst? Im nächsten Interview, diese Leichtigkeit, wie er dieses Wort Peach von seinen Lippen rüberbringt, ne? Ich fresse dieses Wort nicht. Ne? Jeder weiß, jeder, der mich kennt, weiß, ich fresse dieses Wort nicht. Warum soll ich das auch machen? Peach ist für mich der kleine Sohn von Hurensohn. Peach ist für mich die kleine Version von was ganz, ganz Schlimmem. Aber diese kleine Version ist schon so tief unter der Gürtellinie, dass es nicht mehr passt. Weil Peach sagt man, also Peach heißt die Bedeutung davon ist, bei uns, in unserer Sprache ist das, wo man nicht weiß, wer seine Eltern sind, wo man nicht weiß, wer sein Vater ist und bla bla bla. Und vielleicht habe ich eigene Probleme. Vielleicht habe ich auch eine Situation gehabt, wo ich dieses Peach noch intensiver wahrgenommen habe und das zu spüren bekommen habe. Und ich kann damit nicht umgehen, dass jemand mich Peach nennt, obwohl er das eigentlich nicht müsste. Warum? Er muss das doch nicht machen. Er hätte ja, ich meine, er soll auch nicht sticheln in seinen Interviewphasen gegen mich, aber das wäre mir immer noch lieber gewesen, wie wenn du komplett unter die Gürtellinie gehst und dabei noch grinst. Man hätte eine andere Wortwahl auch haben können, ganz anders. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich meinen Standpunkt so vertrete, dass ich sage, du kannst mich nicht Peach nennen. Du kannst mich nicht Peach nennen und deine Leute und jeden, den du kennst, keiner kann mich von euch Peach nennen. Irgendwelche Internet-Kids, die jetzt ihn nachlabern, 14, 15, 16 Jahre alt sind, ne, die können mir sowieso einen lutschen. Weil wenn die mich sehen wollen, die das erste, was sie machen wollen, ist sowieso, die wollen ein Bild machen und wollen bla 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 und dies und das. Und mir ist es doch egal, dass draußen, also ich würde jetzt niemals zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, warum hörst du Katar oder warum hörst du den oder warum hörst du das? Mir ist das egal. Ich will auch seine Karriere nicht schädigen. Es ist mir egal, aber ich möchte meinen Standpunkt vertreten. Und ich möchte, dass jemand weiß, dass wenn er diesen Weg geht, ne, dass meine Antwort darauf ist. Verstehst du? Und ab diesem Moment war für mich einfach klar, okay, der Typ, der will mir nichts Gutes. Ne? Und es ist auch nicht mehr so ein Ding, wo du sagst, okay, tamam, der ist Kurde, ich bin Kurde, das beruhigt sich, ja, irgendwann, okay, bla, das, dies, keine Ahnung. Sondern er hat es bis zur Spitze getrieben. Vielleicht habe ich auch meine Fehler. Das muss ich dazu sagen. Vielleicht habe ich auch meine Fehler. Vielleicht habe ich auch angeeckt. Vielleicht habe ich auch irgendwas gemacht. Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich würde niemals in ein Interview gehen und unter die Gürtellinie gehen und versuchen, irgendwelche Familien, bla bla bla, Geschichten damit, also irgendwelche so Geschichten mit einzubinden. Nachdem das Wort gesagt wurde und diese Unsportlichkeit, ne, und diese Unehrenlosigkeit im Wort, in der Wortstruktur eines Menschen herrscht, braucht von mir niemand erwarten, dass ich noch Dings mache. Was soll ich jetzt sagen, wenn jemand dich Arsch nennt? Willst du Arsch zurück sagen? Nein, ich bin kein Arsch, du bist ein Arsch oder was? Nein, deswegen sage ich, normalerweise fällt auf Bastard ein ganz, ganz, ganz fieser Spruch, den ich noch nicht mal ausspreche, weil ich bin nicht auf diesem Niveau. Ne? Ob man es glauben mag oder nicht, auf diesem Niveau befinde ich mich nicht. Und ich werde mich auf dieses Niveau auch hoffentlich niemals begeben. Ich habe es in der Vergangenheit oft gemacht, ne? Aber ich habe es vielleicht bei Charakteren gemacht, die sich selber Hurensohn nennen und keine Ahnung was nennen, ne? Und du musst abwiegen können. Du musst wissen, okay, guck mal, dieser Typ, ne? Wenn du diesen Scherz bei dem machst, der wird es anders wahrnehmen, wie der es wahrnimmt. Man muss dieses Feingefühl, man guckt, auf welcher Basis man ist. Muss man mit sich bringen. Ja. Und wenn du weißt, dass du dieses Wort sagst und danach, ne, jetzt muss ich nämlich was revidieren. Er wusste nicht, glaube ich, was meine Reaktion darauf sein wird, ne, sonst hätte er es nicht gemacht. Okay. Er wusste es nicht. Ich bin mir sicher, er wusste es nicht. Aber warum? Weil er all diese Sachen, die im Vorfeld passiert sind, hat er mir, glaube ich, als Schwäche angerechnet. Aber das ist meine Höflichkeit. Und mein Gutmut, dass ich sage, ich glaube daran, dass wir das vielleicht auf eine andere Art und Weise klären können. Das wurde mir vielleicht so als Schwäche angerechnet, dass er vielleicht gedacht hat, okay, selbst da wird nichts mehr zurückkommen, aber da irgendwann ist auch vorbei. Irgendwann ist gut, oder? Aber ich habe ein bisschen jetzt, natürlich, du hast da sehr viel erzählt jetzt, gut. Einerseits gut, erstmal deinen Standpunkt geklärt. Ich habe mir gedacht, Katar ist ein erwachsener Mann, ne? Für mich. Das habe ich auch gedacht. Also ist er ja eigentlich. Ja, auch. Ich meine, das ist jetzt, was du denkst, was ich sage, ist, er ist ein erwachsener Mann, er kommt mir sehr intelligent rüber, wenn ich mit ihm spreche. Er weiß immer, also der ist ein kontrollierter Typ, er ist kein Vollidiot so. Und deswegen war für mich,
ich wusste für mich, wenn er das sagt, auch bei den Kollegen, da jetzt Peach gesagt hat oder bei mir dann Ehrenlos, ich habe mir gedacht, es wird seine Gründe haben, er weiß, was er tut, weißt du? Und ich habe mir gedacht, als er weiß, er ist ein erwachsener Mann, er weiß, welche Reaktion darauf folgt. Wir sind im Rap. Ja. Rap ist. Guck mal, ich habe dir gesagt, als ich dieses Interview mit dir angenommen habe, habe ich dir gesagt, ich werde komplett meinen Standpunkt so erklären, die Wahrheit sagen, auch wenn ich vielleicht in einigen Sachen auch meine Mitschuld hatte. Ich habe es niemals auf diesen Level kommen lassen. Und jetzt kommt der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Ich habe das Recht auf meiner Seite. Ich habe nicht angefangen und ich habe es nicht ekelhaft werden lassen. Ich habe nicht angefangen. Diese ganze Scheiße, die ist auf seinem Mist gewachsen. Und ich muss es auch offen ehrlich sagen, du hättest vielleicht abwürgen können. Abwürgen insofern, während er redet, das zieht sich ein, zwei Minuten lang, ey, weißt du was, okay, nächstes Thema. Na gut. Bla, 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 nächstes Thema. Du weißt Thema. Ja genau, ich meine, du hast es ja auch das Video gesehen, jeder, der das Video gesehen hat, ich war genauso überrascht wie du, wie jeder, dass er das gesagt hat, dass du das sein wolltest, das wusste ich halt nicht. Ne? Und das, Was wusstest du? Nein, ich meine, die Lüge wusstest du nicht, es stimmt nicht. Ich war überrascht, aber für mich war das dahingehend, ich habe dir das ja auch gesagt, kann ja jeder kommen und sagen, der hat meinen Kuchen gegessen, also das ist ja, kann ja jeder irgendwas in den Raum werfen. Da ja, war das noch nicht so schlimm. Ja, aber wenn du sagst, er wollte bei mir sein. Ja. Wenn du sagst, er wollte bei mir sein. Müsstest du zunächst was ich nicht verstehe, warum jetzt zu genau der Promophase, ja, wo dein Album kommt, du wieder dieses Thema breittretest, mhm, obwohl jetzt monatelang gar nichts mehr gekommen ist, nimmst du wieder meinen Namen in den Mund und sagst, ich wollte bei dir sein. Wenn du das auf diese Art und Weise machen willst, lass dieses Ehrenlos weg. Sag nicht, ich finde das ehrenlos. Mhm. Weil in dem Moment, wo du dieses Ehrenlos aus deinem Mund lässt, lässt du es an einem ekelhaften, es gewinnt an Ekelhaftigkeit, an einem, es ist ein Next Level. Okay. So, das muss nicht sein, das will ich einfach nicht, das wollte ich nicht und ich lasse mich so nicht von irgendjemandem nennen und fertig aus. Ja, also. Das ist das, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Wenn du dich erinnerst, ein paar Tage nachdem das war, ich glaube, bevor, ich weiß gar nicht, ob, nee, nachdem wir uns in München gesehen haben, nach deinem Statement hier bei mir, ja, habe ich sogar nochmal versucht, euch zusammenzubringen. Weißt du was? Ja, natürlich, klar. Du hast mich angerufen, hast gesagt, Katar will deine Nummer. Habe ich gesagt, ich habe connected, ja, jemand. Ich habe gedacht, ich habe es dir auch gesagt, ne? Dicker, guck mal, der macht so viel in meine Richtung. Ne? Ich rufe den an, er wird mich aufnehmen. Das habe ich gesagt. Ja, ja. Ich habe gesagt, er wird mich aufnehmen, gib mir seine Nummer, ich rufe ihn an. Nachdem ich gesagt habe, gib mir seine Nummer, ich rufe ihn an, hat er dir keine Nummer gegeben. Und ich muss sagen, dass ich nicht mit Ratat telefoniert habe. Ja. Es war ein Kollege und ich habe versucht, das so zu connecten. Ich habe gesagt, ja, ey, lass die doch telefonieren, das wurde jetzt genug. Weil ich mag das alles so krass, ne, was hinter den Kulissen passiert. So in die Öffentlichkeit verdreht, gestellt wird, ne, darauf hatte ich keinen Bock. Und ich habe das Gespräch letztes Jahr zu ihm gesucht, wo er mit mir nicht quatschen wollte, dann habe ich gesagt, okay, komm, ich kann mit ihm quatschen, aber auf die Art und Weise, wie ich mit ihm quatschen will. Ne? Nicht, ich rufe an und dann entstehen irgendwelche Kinderfilme, die ich im Rap-Geschehen schon tausendmal gesehen habe. Ich habe gar keinen Bock, dass irgendwie sowas... Ja, wobei du weißt es nicht, ob der so einer ist. Nein, weiß man jetzt nein, ich kann ihn nicht damit beschuldigen. Nein, aber, ne? aber meine Zweifel sind gerechtfertigt, ja, aufgrund der Tatsache, was in der Vergangenheit... Ja, zwischen mir und ihm war. Und deshalb wollte ich es nicht. Und das war meine Bestätigung, dass da nichts mehr gekommen ist. Das war meine Bestätigung. Also ich, wie gesagt, ich kann dann nur sagen, dass ich dann das nicht mehr geschafft habe in der nächsten Instanz. Ich habe dich angerufen, habe gesagt, hättest du Lust? Bist du bereit für ein Telefon? Du hast gesagt, ja, man kann mich anrufen. Dann habe ich versucht, das über die Leute, das hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das auch gar nicht mehr verfolgt. Ich hatte da gehofft, der hat was gesagt, du hast was gesagt, beide bei mir und vielleicht danach kann man das squashen, leider nicht. Und leider ist es jetzt so, ey, was heißt leider? Guck mal, einerseits, es ist irgendwo, wäre diese Sache in Köln nicht passiert, würde ich jetzt hier sitzen und sagen, Sport, Beef, Battle Track, du hast einen miesen vorgelegt, vielleicht macht der einen, weißt du, das wäre noch alles so Rap. Ja, aber leider ist es ein ganz... Nicht jede Rap-Figur, die Rap-Deutschland kennt, muss so sein, wie man es in der Vergangenheit vorgezeigt bekommen hat. Es gibt Charaktere, die sind halt anders. Und man hat an seinem und an meinem Charakter auf jeden Fall erkannt,
okay, da sind nicht so viele Dings, also es wird nicht viel rumgeblufft. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was der Rap Deutschland die ganze Zeit immer vorgehalten wurde. Ja, immer passiert nichts und immer passiert nichts. Und jetzt ist was passiert, was auch nicht gut ist, dass was passiert. Ne? Das ist ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Es ist nicht gut, dass was passiert, aber so ist das nun mal. So ist das nun mal. Wenn man mit solchen Wörtern um sich schmeißt, endet das so. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Dann endet das so. Und da kommt es zu einer Sache, wo dann von der Seite was kommt, wo von der Seite was kommt, wo von der Seite was kommt. Und es muss nicht sein. Also meiner Meinung nach muss es nicht sein. Aber es ist mir auch egal, wenn es dieses Level erreicht, ist es mir auch egal. Weil ich fresse dieses Wort einfach nicht. Bevor ich dieses Wort fresse, ne, kannst du kommen und mich in den Arsch ficken. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich, kann kommen und fick mich in den Arsch, bevor ich mich öffentlich einfach so beleidigen lasse. Warum soll ich das tun? Ich habe doch nichts getan. Haben gerade kurdische Community, ich habe oft Kommentare gelesen, dass die Kids, also gerade Kids sagen... Die sind schaugeil. Das ist nur ein Thema. Einerseits das ist nur ein Thema für sich. Ja, dass Leute jetzt sagen, ja, der soll den abknallen und der soll den mit dem. Das auf beiden Seiten? Ja. Das nehme ich auch ganz ernst. Darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte ja reden so darüber, es gibt da draußen doch auch vernünftige Kids, gerade aus der kurdischen Community, die dann schreiben, hey Leute, ihr seid Landsleute, ihr Köln, jeder hat Schichter, was ist das, bla. Ihr seid für uns beide auch Vorbilder, wir hören auch beide, warum geht das nicht? Gab es zwischen euch auch, sag ich mal, auch gerade speziell kurdische Community, Leute, die versucht haben, euch zusammenzubringen in der letzten Zeit? Also zumindest zu sagen, beruhigt euch, Alter. Also diese Stimmung nimmt mehr und mehr Form an. Dass viele Leute sagen, die am Anfang noch schaugeil waren, dass die den Ernst der Lage auch erkennen. Jetzt erst sehen, Und das ist jetzt so ein Rap-Klischee, welche Wörter ich benutze, aber dass Mütter weinen müssen, dass das und das passieren muss, dass Leute das... Verstehst du, was ich meine? Ein Kollege von dir ist im Krankenhaus. Also, weißt du, genau. Das ist kein Spaß mehr. Genau. Ja, also. Genau, er ist nicht mehr im Krankenhaus. Aber Dings, es war auf jeden Fall so. Auf jeden Fall nimmt es jetzt eine Form an, wo Leute jetzt sagen, okay, wir müssen die Leute zusammenbringen und wir müssen das squashen und wir müssen das Dings machen. Und das ist jetzt mehr und mehr so. Ich muss sagen, wo ich dann erstmal den Diss-Track gehört habe, lass uns den Diss-Track jetzt nicht so krass auseinandernehmen, weil dann müssen wir über die einzelnen Sachen reden. Ich war witzigerweise auf einem Crow-Konzert. Kannst du dir mal diese Weltenunterschied vorstellen? Ich habe auch, als ich darüber... Guck mal, Crow ist das beste Beispiel von allen. Ja. Crow ist das beste Beispiel von allen. Ne? Ich habe zu einer Zeit, wo ich so jung und hungrig war, selber gegen ihn unter die Gürtellinie. Ich erinnere mich, dass du deine Mutter gedisst und so. Ey. Das war hässlich, Alter. Aber, das war hässlich. Aber wir haben alle gedacht, den juckt das nicht, oder? Aber der Typ war gerade so krass, die Millionen am Scheffeln. Ja. Ne? Und ich war gerade so unterm Dings und komm von diesem Straßenrap-Dings, ne? Dass ich selber für mich sagen konnte, ey, Digga, jetzt, vor allem jetzt mit 28, ne? Wo ich sagen konnte, okay, das war jetzt viel zu viel. Ne? Und ich habe dann über den jetzigen Manager von Haft, über den Erfan, der irgendwie irgendeine Verbindung hat zu diesen Chimperator-Leuten, hat er mich mal kontaktiert und gesagt, irgendwie so, das kann man doch nicht forschen oder was. Da habe ich gesagt, ey, Digga, ich habe gar nichts gegen den. Ne? Das war so abwegig, dass man das ernst nehmen muss, ne? Meine ich ja, das war so ein... Und man hat es erkannt. Ja, man hat es erkannt. Das ist, aber ich will mich nicht reinwaschen, weil vielleicht war es ein Fehler von mir. Und wenn ich es weiß Fehler, auch, dass es ihn getroffen hat, Digga. Also, ey, dann tut es mir umso mehr leid. Mhm. Ne? Dann tut es mir umso mehr leid, wenn es so ist. Aber, jetzt kommen wir zum Aber. Aber, jemand, der so lange nichts dazu gesagt hat, jetzt, wo es bei mir auch läuft, wo ich auch meine Platten verkaufe und wo ich auch gute Shows spiele und bla 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 und dies und das und keine Ahnung, ne, höre ich, dass der Typ mich indirekt disst. Crow? Ja. Das war so eine Rap-Update-Headline, wo ich so Zeilen gelesen habe, wo er mich indirekt gedisst hat und bla bla bla. Und da war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Alter, guck mal, auf so einen Stand bist du gekommen, weil wenn du dich öffentlich, ne, immer aus Gutmut, weil Gutmut meine ich, wenn ich sage, okay, ich nehme keine Stellung zu dem seinem Diss, ich nehme keine Stellung zu seiner Stichelei. Warum? Ja, weil bei mir läuft. Mhm. Bei mir läuft und ich lasse mich auf das Niveau nicht herab und bla und bli und dies und das. Wenn du das die ganze Zeit so machst, wachsen den Leuten anscheinend so Eier, dass auf einmal Sachen gegen dich kommen. Ne? Und das, ich weiß, was meinst. Das war eine Mitschuld von diesem ganzen Rap-Zirkus, der letztes Jahr
geherrscht hat mit meiner Person und mit der Person Qatar. Ja. Also ich wollte nur sagen, ich war auf einem Co-Konzert, hab mir das mal reingezogen, wir waren in Essen, Ballner See, du weißt, da wo wir beide nicht chillen, so kennst du See und so, und das war die einzig, der einzig schöne Ort in Essen. Und hörst du coole Orte? Ja, du weißt, was ich meine, Digga, mach nicht diese, ja, Krüger Park ist auch noch gut. Altendorf. Ja, Kahlenberg ist auch gut. 15.000 Leute waren da, gemischtes Publikum, Eltern, Kids, alles. Und ich schwöre dir, ne, die Jungs von Chimp hatten mich eingeladen, komm rüber, zieh das rein. Ich habe mir das auch gerne reingezogen, es hat auch Spaß gemacht. Es war für mich wie so ein Kurzurlaub, Digga. Ich war ganz kurz weg. Ich war einen Tag weg und ich hatte keinen Empfang, gar nichts. Und ich sitze da und gucke mir das an. Hey, la, 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 la. Und dann, als ich Empfang hatte, ich schwöre dir, als ich Empfang hatte, mein WhatsApp, drr, 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 das da ist da. Drr, drr, drr. Ich so, okay, nice, auf dem Weg nach Hause. Ich so, was geht, Alter, was geht? Weil ich habe bis dahin nicht wirklich geglaubt, dass das kommt mit Diss-Track und so. Ich wusste nicht, ah, kommt was. Du hast ja auch noch nicht genau gesagt, Diss-Track kommt, du hast ein Bild gepostet mit den Jungs. Ja. Vater, kommt deine Promo. Ja. Ist das auch ein Interview, ein Vlog, Statement oder wie auch im Deutschrap-Zirkus passiert, ein Telefonat, weißt du, so ein Kack, alle. Und dann habe ich mir das auf dem Weg noch nach Hause das reingezogen und es war, ich habe halt, da habe ich wirklich erkannt, was für ein Zirkus wir sind eigentlich. Gerade Street-Rap, was für ein Zirkus das ist, weißt du, so, du bist da auf deiner Seite die Crow-Nummer, dann bist du da und da ist wieder Messer. Ja, so ein da, krasser das. Zirkus ist das nicht. Weil nein, aber weil jetzt geht's, es hat sich, jetzt ich wollte gerade sagen, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite Spaß, schaulustig, wie du vorhin gesagt hast, am Anfang ist es noch dieses Level Schaulustigkeit, jetzt ist Ernsthaftigkeit, jetzt ist sehr ernst. Und ich werde auch versuchen, hiernach auch mit dem Qatar zu sprechen. Der ist ja, soweit ich weiß, nicht drin und vielleicht hat er Bock, ich weiß nicht, vielleicht hat er jetzt einfach gar keinen Bock, hat ganz andere Probleme, ich weiß es nicht. Aber ich habe dir das angeboten, jeden habe ich das angeboten, den Jungs auch und so weiter. Wir können sprechen, jetzt ist aber die Frage, also dass ich euch wieder an den Tisch spreche, aber die Frage ist, du hast es vorhin schon gesagt. Digga, guck mal, ich sag dir eine Sache. Ne? Ja. Okay, ich bin Musiker, ich bin Rapper, ne? Aber das ist jetzt hier ein Interview. Ne, dass du eine Kamera da hältst und ich mich mit ihm vor Kamera, ja, aber das nein, nein, so darum geht's nicht. Es geht nur darum, es geht nur darum, ich fand dein Diss-Track... Es ist einfach, es ist eigentlich komplett einfach. Ne? Ja. Man muss nur so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen ist, ne, auf die Leute, was die Leute da draußen reden und schreiben und bla bla bla, scheißen und sagen, ey, guck mal, ich gehe jetzt ein bisschen in mich, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht? Ne? Mhm. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang vom Ende. Das genau das meinte ich. Das ist der Anfang vom Ende. Aber ich dränge niemanden dazu, ja, und ich erwarte das auch von niemandem. Von mir aus kann die Sache genauso bleiben, wie sie ist. Das wollte ich nur wissen. Scheißegal. Alter. Naja, klar, ich wollte nur wissen, ist die Sache so hart? Weil das wollte ich sagen, als ich den Diss-Track gehört habe, das wollte ich sagen. Ich habe auch mit Manuel darüber gesprochen. Manuel ist über den Track zufällig gesprochen. Denn wir beide waren uns einig, das war Halbglas. Schöne Grüße an Manuel. Ja, Killer Rap Singles bestellt euch Gangland. Du weißt, er hat jetzt auch einen Shisha-Laden in England. Nein, das weiß ich nicht. Oder Shisha-Laden oder auch England. Auf jeden Fall, wir beide waren uns einig, das war Halbgas von dir. Das war noch gar lange nicht so ekelhaft, wie man machen kann. Und vielleicht ist das gut so. Du hast einen Diss-Track gemacht. Also du meinst an Ekelhaftigkeit? Ja. Ja, weil Manuel mich von früher kennt und du mich von früher kennst. Und du weißt, was ich normalerweise machen würde. Aber früher war früher. Mittlerweile fühle ich Geschäfte, ich bin ein etablierter Rap-Künstler und ich bin auch nicht mehr 18. Das heißt, was ich sagen will, das von früher, ja, das gibt's nicht mehr. Das gibt's, also was ich sagen will, ist, es war gut irgendwo auch, dass jetzt nicht so unbedingt auf, ich will jetzt gar keine Worte, aber dass es nicht so war, weil dann gibt es immer noch die Möglichkeit, also ich finde, der Track ist nicht so far away, so urteilmäßig, so dass man sagen kann, ey, danach, jetzt gibt's, es gibt keinen. Ich habe versucht, meinen Standpunkt zu erklären im ersten Part und im zweiten Part habe ich Battle Rap gezeigt. Ja, so ein bisschen. In der Königsklasse mit Wortspielen und Wortwitz und bla 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 und dies und das, ne? Aber alles andere wäre für mich unrealistisch zum jetzigen Zeitpunkt. Ich finde kein Wort aus meinem Diss-Song, finde ich kein Wort, was ich selber benutzt habe, schlimmer wie das Wort Peach. Ich finde, es überwiegt immer noch. Und das war für mich meine eigene Meisterleistung. Dass du das nicht überdingst hast? Nö, ich muss nicht irgendwelche Wörter benutzen, um jemanden vielleicht sogar auch zu treffen. Ich brauche das nicht. Dafür bin ich rapmäßig einfach zu begabt dafür.
dass ich das... Viele haben ja, ich habe in meiner Analyse oder in meinen Meinungsdings habe ich auch gesagt, ich fand, das war ein harter Diss-Track, ein guter Track, flow-technisch, deine Stimme ist weit vorne und man, ne, es war alles gut, aber du bist nicht so weit gegangen, wie dass man jetzt auf Hurensohn gespittet hätte. Dann haben mir Fans geschrieben, du hättest aber sowas gesagt. Dieses mit DNA. DNA und dieses Fiestepüt oder Fiestepüt, keine Ahnung. Ja, das aber ich sag ja, es ist ja, ich schreibe den Text. Eigentlich, sagst du, ne? Ich schreibe den Text und wenn ich sage normalerweise, ja, dann sage ich, ey, du weißt, was normalerweise auf ein Pitch kommt. Ja. Das weißt du ja am besten, weil das ist ja auch, du bist ja auch nicht komplett der sauberste Mensch auf der Welt. Und ne? Dieses DNA-Ding? Ja, aber der, also guck mal, ohne mich jetzt hier erklären zu müssen, aber wenn ich sage, gehst du unter die Gürtellinie, ne? Dann das und das und das. Gut. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte nein, ich wollte den Vorsatz muss man mitzitieren, damit man den Sinn dahinter versteht. Ich hab das verstanden, Digga. Ich hab das verstanden. Jeder ich wollte nur, dass du das sagst für die nein, Kids. Weil nicht du hast das verstanden, so. Jeder schlaue Mensch oder jeder Mensch, der ein bisschen geradeaus denken kann, hat es verstanden. Alles andere, was anders gewertet wird, will man anders werten, weil man vielleicht schaugeil ist. Genauso oder? Wie Leute mir auch schreiben, diese Interviews, du machst Feuer, Öl ins Feuer und so. Ja, Bruder. Die wissen nicht, dass im Hintergrund Sachen laufen. Ich bin mir sicher, ne? Ich weiß, was du für ein guter Typ bist. Ne? Ich weiß, was du für ein guter Typ bist. Aber ich bin mir sicher, dass du solche Themen auch anders angehst nach diesem Thema jetzt. Ja, wir lernen weil in dem Moment, in dem Moment darf es einem nicht wichtig sein, welche Headline ich aus dieser Sache entziehe, ne? Und wie krass groß man ein Thema machen kann. Weil man sieht ja, was diese Sachen mit sich bringen können. Und ich bin mir sicher, du hast auch. Du bist auch nicht der perfekte Mensch. Ich bin nicht der perfekte Mensch. Und Ratar ist... Normal sowieso nicht. Das ist ja nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, natürlich, auch mit jedem Beef lernen wir dazu, mit jedem Ding. Aber ich muss auch sagen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Beef mitmache. Also mit verfolge und abfilme und so weiter. Der dann wirklich so ernst ist. Das war ja noch, glaube ich, noch nie, also wo ich dabei war, meine ich jetzt. Es gab schon mal sowas in der Vergangenheit, vor Jahren. Wurde Flair mit Messer attackiert und so, auch nach dem Beef. Man wusste, man weiß bis heute nicht genau und bla. Aber es war, im Moment ist das ernste Ding und ich hoffe, dass es wirklich abflacht jetzt und das Ding besprochen wird vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann sagen, ich bin voll in meinem Alter. Ich bin 28 Jahre alt, ne? Und wenn ich so ein Thema. Wenn ich in einem Thema bis ans Äußerste gehe, dann mache ich es jetzt, wo ich 28 bin, ich bin mittendrin. Aber ich bin auch genauso erwachsen genug zu sagen, ey, okay, es hat sich ausgekekst, es ist vorbei. Hm. Aber man muss gucken, was die Zeit mit sich bringt. Ich weiß es nicht. Ja, wenn wir mal einen Schritt weitergehen zu deinem Album, was jetzt auch demnächst erscheint. Das Ding, dieser Diss ist ja auch auf dem Album, ne? Ist auch direkt die erste Single. Ach, ich dachte, dass das erste Single ist. Nein. Das ist nur... Okay. Nein, ich wollte, guck mal, natürlich, also ich wollte meine Promophase ganz anders beginnen. Ja. Mit einer ganz, also nicht mit anderer Musik, ne? Aber ich wollte meine Promophase, das war nicht der Plan dahinter. Mhm. Nur das Thema wurde so aktuell und hat mich so krass gekratzt, ne? Also ich möchte, dass eine Sache wirklich die Leute verstehen. Was ich gemacht habe, ich habe einen Wing Chun-Effekt gemacht. Du bist die ganze Zeit am Dings machen. Man nimmt die Energie und genau. Ne, da hast du deinen Salat. Ganz gut. So, weißt du, das war, da hast du deinen Salat mit meinem Vorverkaufsling. Natürlich profiliere ich mich daran. Ja, warum auch nicht? Ich habe hier ein Geschäft zu führen, ich habe Dings zu machen. Und nur weil irgendwelche 14-jährigen Kids da so umdrehen wollen oder keine Ahnung, der Typ versucht seit 2 Jahren seine Promophase auf meinen Nacken aufzubauen. Also das finde ich bei beiden legitim. Das ist Rap. Für mich ist es legitim. Solange ich damit leben kann, guck mal, ich sage dir, im Fußball zum Beispiel, ne, was die Sportlichkeit betrifft, in der 90. Minute, du läufst mir weg, ich weiß, du schießt ein Tor, ich wichse dir deine Beine weg und ich nehme die rote Karte. Ich habe ein unsportliches Verhalten, ja. Um das Spiel zu gewinnen. Ja. Verstehst du? Ja, klar. So wie damals, Elfmeter. Aber es gehört zum Fußball dazu. Es sind die Mittel, die das Reglement einfach mit sich bringt. Ja. Ne? Solange du keine Ehrenlosigkeit am Tag bringst, ja. Ne? Und solange du das nicht machst, ist es okay. Und das habe ich nicht getan. Ich habe den Song gemacht, ich habe mit dem Song Stellung zu dem ganzen Thema ein für alle Mal bezogen und habe es rausgehauen und habe meine Promophase damit eingeleitet, was nicht heißt, dass der Song auf meinem Album ist. Was nicht heißt, dass der Song nirgendwo drauf ist, aber der Song ist auf jeden Fall nicht auf meinem Album. Hm. Weil diesen Song
ne, den Spot zu geben, dass er auf meinem Album sei, dieser Song ist gar nichts im Gegensatz zu meinem Album. Ja. Meiner Meinung nach, was ich musikalisch schon wieder für meine Verhältnisse geschafft habe und wie ich es selber so empfinde. Ich weiß jetzt nicht, die Promophase fängt gerade an, das ist ja so ziemlich das erste Interview dazu. Kannst du denn schon was zum Album sagen, so ein bisschen, erzähl mal was? Also zum Beispiel, das Fata Morgana, was bis dahin wirklich dein bestes Album war, auch in allen Fassons, so in allen Facetten so. Ja. Du hast einmal gezeigt, was bei dir so geht. Ja. Du bist mit diesem, ja, mit diesem Song dieser, auf dem Dagi Kanal, dieser Song, ja, bist du der. Ich finde, du bist da ans Äußere, also ans Limit gegangen, ohne eklig zu sein, noch ohne dass man kann sagen cheesy meesy, aber das ist das Limit, was du machen kannst. Ich finde, es war cheesy. Ja, aber es ist das Limit so. Also es war cheesy. Wäre der jetzt nicht auf dem Dagi-Kanal gewesen, glaube ich, hätte der auch viel weniger Hate. Mann, guck mal, weißt du? Guck mal, so sieht. Ich sage dir was zu Dagi. Ne? Dagi ist für mich ein kleines Mädchen. Ne? Ja. Dagi ist für mich ein kleines Mädchen, die mit irgendeiner Kacke da, was sie macht, ne, Geld verdient. Gutes Geld verdient, ja, und es ist für mich okay, soll sie es machen. Ja. Ich habe es angeboten bekommen, das auf diesem Kanal zu machen, ja, und ich habe es getan, weil ich fand diesen Song am ehesten ja, geeignet, diesen Song dort zu machen. Wenn ich jetzt was ändern würde, dass ich an die breite Masse gehe, ne, würde ich was anderes ändern. Ich würde nicht mit einem Song wie Bist du real an die breite Masse gehen, mhm, ne? Aber das Problem ist, guck mal, man kennt den Ursprung nicht mehr. Wie das entstanden ist. Der Ursprung, wie es entstanden ist, wir waren auf Fuerteventura, haben ein krasses Album abgeliefert und ich habe nie im Leben irgendwann einen Song in dieser Art gemacht. Ne? Habe diesen Song da aus einer Laune heraus gemacht, Sommer, draußen, Pool, dies, das, hab's gemacht. Ne? Und jeder, der den Song gehört hat, hat gesagt, boah, der hat so ein Dings, der ist so catchy, ja, den hat man im Ohr, der ist so, der ist das, der ist dies. Ja. Und als ich das Snippet veröffentlicht habe, habe ich die Leute gefragt, was wollt ihr als nächsten Song haben? Und ausnahmslos, zu 80% oder so, hat jeder gesagt, diesen bist du real. Komischerweise, ja, da bis dahin war noch niemand. Aber bis dahin, genau. Ja. Ne? Und ich habe mir gedacht, okay, der Song, die Leute wollen den haben, wenn wir den als Video auskoppeln, ne, der passt so nicht. Der ist wie so ein Side-Projekt so zum Album. Aber ja, nachdem Songs wie Fata Morgana kommen, was ich mit Xavier gemacht habe, Alles und Nichts kam und Hasso, Money kam und das kam und Augenblick kam und dies kam, ne, war für mich das Release schon durch. Ne? Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, als ich die Songs gebracht habe, ey, Bruder, ich habe noch nie so wenig Hate gehabt, ne, dass wirklich ausnahmslos jeder die Songs so krass findet. Das war für mich so überraschend. Habe ich gedacht, okay, ich mach diese Nummer einfach. Mir wurde das angeboten, ich mach's jetzt. Und vielleicht, natürlich aufgrund der Reaktion, wie die Leute das jetzt so Dings wahrgenommen haben, würde ich es vielleicht in dieser Form so nicht machen. Das ist alles, das gehört alles zur Menschlichkeit dazu. Es gehört zum Lernprozess auch. Es gehört zum Lernprozess dazu. Und ich habe meinen Lernprozess hier vor dieser Kamera seit 10 Jahren. Ne? Vielleicht nicht in der Form wie jetzt, ne? Aber ich bin vor dieser Kamera groß geworden. Ja. Ja? Und habe mich jetzt zu jemandem entwickelt, wo ich trotzdem stolz drauf sein kann und sagen kann, ey, ich habe nie irgendwelche Unloyalitäten gegenüber Leuten gebracht, ich habe nie Dings gemacht, ich habe immer gute Musik gemacht und damit konnte ich überzeugen und damit will ich auch weiterhin überzeugen. Hm. Ja. Werden denn sowas wie Bist du real in der Form Songs auf einem neuen Album sein? Ach genau, das wollte ich nämlich sagen. Ich fand nur den Song für die breite Masse. Hm. Ja? Ich fand, es war der falsche Song für die breite Masse. Welcher hätte sein können von Fata Morgana? Wobei der mit Xavier auch schon für die Breite cool war eigentlich. Also ja, aber Xavier ist zum Beispiel so weit entfernt davon, dass man ihn überhaupt einmal im Radio spielen lassen kann. Zum Beispiel. Ne? Und ich bin an ein Level gekommen, da braucht man sich nichts vormachen, ich bin an ein Level gekommen, irgendwann kannst du den Leuten auch einen Song geben, womit du 100%, wo du dahinter stehst, ne? Aber ja, der auch mal da gespielt werden kann, der hier gespielt werden kann, um die Sache einfach noch cooler, noch größer zu machen, weil das ist meine Intention. Ich mache keine Musik, um weniger Leute zu erreichen. Nee. Ich mache Musik, mit der ich leben kann, hinter der ich stehen kann, ne? Wo sehr viele Leute wie möglich damit was anfangen können und das einfach pumpen können. Und diesmal habe ich einfach, Fata Morgana war mein Prototyp-Projekt. Ich war nie so zufrieden wie nach Fata Morgana, nachdem ich die Albumaufnahmen beendet habe. Und jetzt habe ich wieder sehr, sehr viel dazugelernt und habe mich diesmal nicht
sechs, sieben, acht Monate in ein Studio eingeschlossen, sondern ich bin gerade, mittlerweile bin ich schon seit fast 2 Jahren weg. Ja, und seit mehr als 1,5 Jahren weg bin ich, ne? Ja. Und ich habe versucht, alles besser zu machen, noch krasser zu rappen. Ich habe, und das werden die Leute hören. Ich werde wie immer sagen, dass es mein bestes Album ist, weil ich nicht vorher aus dem Studio gegangen bin. Bis es das war. Bis es das war. Und jeder, der meine Prozedur mitverfolgt hat, kann das bestätigen, weil ich habe nicht ein bisschen geschrieben und bin dann aufnehmen gegangen, sondern ich war Tag und Nacht im Studio mit Rich und Judy. Ja, das hat Manuel, sagt das auch für sich selbst, also da muss ich auch an dich denken, das ist ähnlich. Ihr seid mittlerweile aus dem Alter raus, schick mal Beats. Nein, ihr macht Mucke zusammen. So. Ich verwerfe so viel, fange neu an. Das finde ich gut. Das Themen. Das hat man aber bei deinem letzten, also bei Fata Morgana schon extrem gemerkt, also das ist in Songwriting. Fata Morgana war ein brutales Album, nur ich finde halt jetzt, im Gegensatz zu dem neuen Album, ist es so wieder... Ja, nicht. Nein, man will immer nicht sagen schlecht, aber man ist so stolz einfach, auf ich warte einfach nur darauf, dass das neue Album, ja, weil die Singles jetzt rauskommen und ich werde mit meinen Singles und mit der Musik, die ich veröffentlichen werde, werde ich hoffentlich die Leute davon überzeugen können, was meine Vision ist. Ich hoffe wirklich, also das meine ich wirklich ernst, dass bis dein Album kommt, dieses Beef-Ding vielleicht schon wirklich so weg ist, dass man gar nicht mehr darüber redet. Aber sag mal, es liegt auch ein Stück weit in meiner Hand. So. Ich werde dieses Beef-Thema, habe ich gemacht. Ich hoffe. Ich hoffe auch, dass Rata und auch seine Homies das auch... Ich wollte nur sagen, ist der Titel Abstand, war er die ganze Zeit schon da oder ist er wegen dem Beef entstanden? Weil er hört es natürlich ein bisschen... Wegen dem Beef, oder? Nee. Abstand ist ja ein Wort, du weißt. Guck mal, Abstand ist... Es sind bei mir einfach privat sehr, sehr viele Dinge passiert, die sehr schwer für mich waren. Ne? Wo ich Abstand gebraucht habe. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich wirklich, wo ich mir irgendwann, da habe ich die Nase voll gehabt und habe gesagt, ey Alter, du bist nicht der größte Gangster auf dieser Welt, du bist nicht das. Alter, nimm mal Abstand von dieser ganzen Scheiße. Ne? Mhm. Und sorg auch mal, dass Leute von dir Abstand nehmen, weil ich bin so krass unterwegs, ich habe da einen Laden, ich muss hier meine Musiksachen machen, da diese Tabakkacke, ich meine, das sind so Sachen, womit natürlich die Leute jetzt nicht viel anfangen können, aber ich habe so viel zu tun, jeden Tag mit so vielen Menschen zu tun, dass ich gesagt habe, ey, distanzier dich mal und distanzier dich auch mal von allen Wichsern, die dich links, die nur fressen, die nur versuchen, was bei dir abzugreifen und bla. Dieses No New Friends Ding und, so. Und bin nach ungefähr 11 Songs oder 12 Songs, okay, habe ich Resümee gezogen, habe mir die Songs angehört und habe gemerkt, Alter, krass, das Wort Abstand kommt so oft vor. Ah, wirklich? Ne? Okay. Abstand ist mein Arbeitstitel. Ich wollte mein Album nicht Abstand nennen. Ich habe die ganze Zeit darauf gehofft, dass mir bis zum Album hin ein besserer Name einfällt. Ne? Dass ich den dann nehme, den ich voll krass vermarkten kann. Und am Ende, ich wollte gerade sagen, am Ende war Ralle voll schwer zu vermarkten, auch Abstand. Hallo 1 Live, wir hätten hier ein Album. Abstand, voilà. Am Ende war Ralle schon, Ralle ist mein Manager, am Ende war Ralle schon an dem Punkt, ey Bro, Dings, so, was sollen wir machen? Ne? Hab ich gesagt, ey, weißt du was, dieser Titel vom Album jetzt, Abstand, was es dann letztendlich geworden ist, der verfolgt mich so in jede Ecke mit, ne? Und er ist so plausibel so für mich selber, mir ist es gerade in dem Moment egal, ob du ihn verstehst. Ja. Ich möchte mein Werk, das ich gemacht habe, ich möchte es Abstand nennen. Weil ich weiß, was ich damit meine. Was hat der Ralle dazu gesagt? Hat er gesagt, nehmen wir? Oder hat er gesagt, Bro, meinst du, ich geh nochmal nach? Wobei, Fata Morgana war schon natürlich ein besserer Titel für Vermarkten und so. Man kann was interpretieren, man kann darüber reden. Abstand ist Abstand. Es ist so, erinnert mich, habe ich vorhin gesagt, du bist dann an dieses No New Friends, Alter. Ich habe auch gehört, dass, das habe ich aber im Nachhinein gehört, das war nicht meine Absicht, dass jemand von 187 Straßenbande ein Album hatte, was Abstand hieß, und zwar diese 8-4. 8-4, ja, wusste ich selber gar nicht. Habe ich in den Kommentaren dann darunter gelesen, dass er... Gut, das ist ja... Im Zuhälter-Jargon ist ja Abstand ja auch noch. Das ist nochmal was anderes. Das meine ich aber nicht. Nein. Kannst du uns noch was zum Album sagen? Vielleicht ist es zu früh, aber kannst du sagen, wer auf deinem Album drauf ist? Featureliste? Oder? Nee. Ist noch zu früh? Gib mal einen, vielleicht eine. Farid Bang ist ja wohl drauf, oder? Ja, die üblichen Verdächtigen werden wohl drauf sein. Also es gibt so 2, 3 Neuheiten. Special. Aber das Coole ist nicht die Featureliste an sich,
sondern wie die Features eingesetzt wurden. Ja. Das finde ich mega. Das finde ich echt richtig geil, wie die Features eingesetzt wurden. Die passen genau on point zu dem Thema, sagt der, so, die. Ja. Mal ganz kurz nur zu dieser Beef-Scheiße. Ja. In der Vergangenheit, also du hast gesagt, du hast auch gerne was mit Eva gemacht und so. Und CEO ist zum Beispiel ein sehr cooler Typ. Ja. Ich kann mir den gar nicht in einem Beef vorstellen, weil er so super sympathisch und so ist. Und ich weiß auch, dass du oder auch die Jungs den nicht haten oder auch eigentlich keiner den so groß hatet. Oder auch bei Eva ist das so. Wird dieser Beef, wie stehst du zu diesen Leuten? Könnte da eine Zusammenarbeit nochmal entstehen? Oder das weiß ich nicht. Kann man nicht sagen. Ich kenne nicht deren Loyalitätsverhältnis, ja, wie eng die das sehen. Ne? Aber ich kann dir von mir aus sagen, dass ich möchte keine Leute in die irgendwelche Sachen mit reinziehen. Weil so wie du es gesagt hast, es wäre jetzt einfach gelogen, wenn ich auf CEO jetzt hacken würde oder wenn ich auf Ever hacken würde, weil sowas gibt es nicht. Weil zum Beispiel letztes Jahr, wo Khatar angefangen hatte mit diesen Sticheleien in meine Richtung, habe ich noch das Ever-Album gekauft und habe es gepostet, wo sie dann mir geschrieben hatte, boah krass, ich hätte damit nicht gerechnet, ja, und bla bla bla. Aber für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil Ever hat mir nie was getan, CEO hat mir nie was getan, die waren beide immer super korrekt zu mir, wenn ich sie gesehen habe. Und das war auch so eine Überschneidung. Der CEO war noch auf einem Konzert von uns, so kurz darauf hat die ganze Scheiße schon angefangen. Also wir sind ja eigentlich gut miteinander gewesen. Und CEO erinnert mich auch, ganz ehrlich, so von diesem Hate-Faktor her, erinnert er mich an mich selber zur Zeit von Revolution. Wo ich einfach nur Musik gemacht habe. Und Farid hatte diese krasse Beefs mit Flair und du hattest damit nichts zu tun und wolltest dich raushalten. Meinst du das? Er muss nicht seine Karriere, die er hat, mit irgendwelchen Beef-Geschichten beflecken. Er soll sein Ding machen. Er kommt in eine Sphäre rein, dass er mehr Platten verkauft als ein normaler Straßenrapper. Und das soll er ausreizen und versuchen auszubauen, anstatt das jetzt irgendwie so zu beflecken mit irgendeiner Scheiße, die nichts damit zu tun hat. Auch Haft. Ich habe auch gegen Haft habe ich eigentlich auch nichts. Was soll ich gegen den haben? Wir stehen uns nur manchmal blöd gegenüber. Ich stehe neben PA, während er das hat. Er steht jetzt neben dem, während ich das habe. Und für mich ist das aber so ein Loyalitätsding, dass ich natürlich zu PA halte, aber wo ich mir sein Problem nicht so krass zu meinem machen muss, dass ich mir jetzt mit ihm den Kopf einschlagen muss. Zumal bei Haft auch nochmal so eine andere Geschichte ist. Ich habe einen Geschäftspartner, der mit seinem verstorbenen Vater befreundet war und immer gut davon redet. Und ich würde, aber auch wenn das nicht gewesen wäre, so, er hat damit nichts zu tun, ich würde nicht ihn angreifen oder ich würde nicht CEO angreifen, ich würde nicht Ever angreifen. Ich bin auch gar nicht darauf aus, jetzt irgendwelche Leute anzugreifen, weil keiner hat im Endeffekt, ist unter die Gürtellinie gegangen. Auch wenn es Sticheleien gibt oder auch wenn es Sachen gibt, wo jemand vielleicht was in den falschen Hals bekommt. Weil die Situation, dass ich mich mit Haft ausspreche oder mit CEO ausspreche oder mit irgendjemandem ausspreche, das ist nicht so einfach, dass sie zustande kommt, aufgrund dieser Loyalitätsfilme. Ich kann jetzt nicht einfach jetzt morgen mich mit dem treffen. Nein, das ist ja klar. Nein, das ist klar. Aber zum Beispiel... Aber ich bin mir sicher, dass eigentlich sind das immer nur fünfminütige Gespräche. Ne? Die dann sich sagen kann. Ist vorbei. Ja, okay. So, aber leider ist es halt so, wie es ist. Du hast ja CEO auch im Track, in deinem Diss-Track ja auch erwähnt. Zwar erwähnst du ihn positiv, aber da habe ich auch gedacht, das hätte vielleicht nicht sein müssen, weil ich meine, du erwähnst das positiv, verwendest das aber gegen seinen Freund. Da könnte man auch angepisst sein. So. Aber gut, ich hoffe, das geht im Guten weg. Hast du recht? Warte, damit, dass ich auch einmal dazu was sage. Hast du recht, aber ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich wie sage, nachdem ich auf gewisse Wörter einfach kontern muss. Ja. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich hab, ja, das also ich mache mir keine Gedanken darüber, irgendwas fair zu spielen, ne? Ja. Wenn die Fairness mir eine lange Zeit gar nicht entgegengebracht wurde. Jetzt haben wir so wenig über das Album gesprochen. Ja, leider, aber das Ding ist, ich habe eigentlich auch gehofft, dass du mir das Album mitbringst zum Anhören vorher und so, aber es ist so Heckmeck, Alter. Ich bin hier, da und da, bla, auf einmal hast du doch Bock zu reden, weil wir wussten ja nicht, ob wir das heute überhaupt machen. Bist du offiziell Gold gegangen? Kann man das eigentlich sagen? Die Meldung ist da, ja. Die Meldung ist da. Ich habe gerade noch vor 2 Tagen angerufen, wollte eine Bestätigung dafür haben. Und dann sagte er, ja, müssen wir Casey fragen. Dann habe ich dir WhatsApp geschrieben. Ich habe eine neue Nummer. Ich habe eine neue Nummer. Wie? Ich habe meine Nummer gewechselt nach all diesem Scheiß, weil ich einfach von allen Ecken angerufen wurde. Abstand. Ich habe keinen Bock gehabt. Abstand. Ja. Ich habe keinen Bock gehabt. Jetzt habe ich mal wieder, weil es sind viele Leute so
auf einmal so bringst du was und dann meldet sich jeder wieder. Ja, es ist komisch. Einerseits sind das auch Freunde, die auch sagen wollen, hey, andererseits ist es auch dieses Schaulustige, das kenne ich doch auch. Nach dem Interview mit dir, die eine Hälfte wollte die ganze Zeit wissen, was hat der noch hinter der Kamera gesagt, die andere Hälfte war so halbwegs schaulustig und halbwegs, hey, ja. Sprich ja. Doch mit beiden. Es ist halt immer so. Ja, sag mir, was kannst du dann, das ist auch sehr früh, aber kannst du was sagen zu Box, Inhalt vielleicht? Wird es Musik geben? Bei dir gibt es auch immer mehr Musik. Gibt es noch was EP-mäßiges? Boah, was kann ich dir verraten? Schon mal so ein bisschen. Wir sehen uns bestimmt. Ich kann sagen, die Leute sollen vielleicht mal darauf gucken, was in der Box drin ist, was die CD-Anzahl angeht. Da sind 5 CDs drin. Ah. Ne? Und da sind, das kann ich sagen. Es sind 2 DVDs. Es sind alle Instrumente, Instrumentals auf einer CD. Es ist das Album. Und es ist noch eine weitere CD, was auch Musik beinhaltet. Alles KC, oder? Alles KC, auch Features. Ja. Also diesmal ist auf jeden Fall noch mehr Musik drin, wie sonst immer. Und die Tour ist ja schon angekündigt auch. Ja. Ja, also das wird eine riesen Tour geben. Ja. Genau, ja, auf Tour bin ich auch. Bestellt euch die Tickets vor, besucht mich auf Tour, ich würde mich freuen. Ich versuche eine krasse Show wieder vorzubereiten. Und, ist ja eh die ganze Zeit nur noch mit Band unterwegs. Ich musste mich gerade an unsere Zeit erinnern, als ich vor 2 Jahren war ich als DJ mit dir auf Tour. Da hast du immer gesagt, und Rusi macht den Bass und dann habe ich die Platte losgelassen. Genau. Und jetzt machen die das live. Das ist geil. Das wird alles live. Das ist schon geil. Ja? Das ist der Upstep. Ja, mein Lieber, dann lass uns doch so abmachen, dass wir uns einfach vielleicht nochmal treffen, wenn du über das Album mehr reden kannst, oder? Wenn du Lust hast, also ja, ich bin da. Auf jeden Fall. Meld dich, wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt, ich bin auf jeden Fall am Start. Ich bin überall. Ja, am liebsten höre ich das Album vorher, dann sprechen wir. Ich hoffe, es ist ein bisschen Klarheit entstanden. Ja, gut, mein Lieber, oder? Jetzt entlasse ich dich, Digga. Wir haben schon, leider haben wir den unfassbar großen Auftritt von Savas und Azad jetzt verpasst. Aber läuft der nicht noch? Jetzt läuft er noch, vielleicht wenn wir uns beide sehen, aber das müssten die letzten Minuten sein, weil das Ding ist eine Stunde. Ist das schon eine Stunde? Eine Stunde. Alter, ich hasse eine Stunde Interviews. Ja, die Leute lieben das aber. Ja. Danke für deine Zeit, Bro. Alles Gute erstmal. Gerne. Und ich hoffe wirklich inständig, dass man das noch vielleicht in der nächsten Zeit nochmal runterfahren kann. Ein paar Level runterfahren. Ja, gucken wir mal. Yes. Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier ein Stündchen Gespräch mit Casey Rebel, der ein bisschen, sagen wir mal, Licht ins Dunkle gebracht hat oder zumindest ein paar Sachen erzählt hat. Viele von euch dürften nämlich nicht gewusst haben, schätze ich, dass dieser Krieg, diese Streitigkeiten im Hintergrund schon sehr lange laufen. Ja? Es nicht erst seit dem letzten Interview oder dem davor oder so, sondern das schon länger läuft. Natürlich werde ich versuchen, fair ist fair, natürlich, ihr kennt mich, ich werde immer mit beiden Seiten sprechen, ich werde natürlich versuchen, mit Qatar Kontakt aufzunehmen und ich weiß jetzt die Lage, ehrlich gesagt, ich habe Tage gar nicht mit ihm telefoniert, er hat sich gestellt, er ist jetzt am Start, er ist auf freien Fuß, ich werde natürlich versuchen, mit ihm zu sprechen und auch ihn zu Wort kommen zu lassen, das ist natürlich logisch. Ich hoffe, dass dieser Stellvertreterkrieg, der jetzt über die Rap-Szene, also die jetzt über die Rapper ausgetragen wird, die aber nach Caseys Meinung und so wie ich das sehe, auch eigentlich von hinten kommt, so, ja, gar nicht mit Rap an sich oder mit Hip-Hop zu tun hat, so. Ich hoffe, dass das auf Diss-Track-Ebene bleibt. Es ist jetzt schon ziemlich ernst geworden, es ist ziemlich, eine ziemliche Kacke passiert, sagen wir mal so, mit der. Was soll ich euch jetzt hier Predigten halten, wie ein Schuldirektor? Mit der will ich nichts zu tun haben, mit Gewalt will ich nichts zu tun haben. Ja, natürlich. Was soll ich euch das überhaupt sagen? Es ist doch normaler Menschenverstand, dass das keiner will. Wir sind alle, wie auch Casey gesagt hat, es ist so, wir alle sind ein bisschen schaulustig, wir alle haben ein bisschen Spaß am Beef, ich auch. Ich interview gerne die Leute, es ist heiße Themen und ich weiß doch, dass ihr das auch am liebsten alle guckt. Das ist auch alles soweit legitim. Nur halt, es gibt halt irgendwo dann den Dreh und ich muss sagen, das haben wir alle nicht kommen sehen. Weder ihr, ich, auch die ganzen Rapper, mit denen ich spreche. Wir unterhalten uns ja alle darüber. Das hat keiner kommen sehen. Schüsse, dies, das. Das ist dann wirklich ein bisschen too much. Das ist ja auch, muss man ja auch nicht drüber reden, dass es too much ist. Das ist ja klar. Wer das wollte ja, das will ja auch keiner. Es ist aber halt, die Hintergründe sind mir nicht klar.
Da kenne ich mich zu wenig aus, ich kenne die Geschichte nicht, ich kann immer nur hier interviewen und da gucken und bla. Und es ist ja auch klar, dass Casey gar nicht so viel darüber reden kann, ist ja ein laufendes Verfahren. Ich kann nur hoffen, dass in der nächsten Zeit so ein bisschen Licht da reinkommt. Andererseits aber ist mir das auch egal, soll kein Licht reinkommen, sollen einfach aufhören damit. Also die sollen das, was da gelaufen ist, soll da auch bleiben, sollen die das vor Gericht klären, vor Polizei. Aber ich hasse es, beziehungsweise das kann nicht angehen, dass sich das so mit Rap mischt, dass Zeitungen schreiben, der Rapper-Krieg, so. So, dann kriegen die Leute gleich wieder so ein Bild von Rap und Hip-Hop, als ob wir den ganzen Tag mit Messers rumlaufen. Das Einzige, womit der Roos rumläuft seit 2 Jahren, ist sein Busch hier, der so aussieht wie meine Haare. Spaß beiseite, Freunde. Es ist ziemlich ernste Angelegenheit und ich versuche es so viel mit Feingefühl wie möglich anzufassen. Wie gesagt, ich werde versuchen mit Radar zu reden. Ich werde aber auch bin einfach gespannt auf was ihr sagt, auf eure Meinung. Kommentiert bitte, wie ihr sagt und hofft, wie es weitergeht. Ich lese ja eure Kommentare, die meisten sind auch meiner Meinung einfach Beef auf Battle auf Tracks, alles wunderbar, gibt euch. Ne, solange ne, das soll halt nur nicht in Gewalt ausarten. Das ist halt das Letzte, was wir wollen. Und auch keiner will den ersten Rap toten. Ich will über so einen Quatsch gar nicht reden, aber das ist ja Quatsch. Schaulustig, bisschen Spaß dran haben, alles gut, aber das ist too much, Freunde. Freunde, das war der Senf hier zum Sonntag, während ihr am See seid. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn ich das fertig habe, ich bin noch 2 Stunden hier, circa so gegen 4 Uhr werde ich auch nochmal versuchen, an irgendeinem See zu chillen. Und ihr werdet das um 19 Uhr bekommen, hoffe ich. Schreibt mir in die Kommentare. Ich werde mich mit Rata treffen. Ich hoffe, das klappt. Schreibt mir, was soll ich ihn fragen? Schreibt mir in die Kommentare, was soll ich Casey fragen, wenn ich ihn demnächst sehe? Ich werde auch nochmal mit KC Fanfragen machen. Dann kommt ihr zu Wort bei Snapchat. Ich werde auf jeden Fall dann auch nochmal wirklich ausführlich über das Album reden. Ich kann nur hoffen, dass sowohl Rata als auch Casey sich auch wieder besinnen können auf ihre Alben. Freunde, Wort zum Sonntag hier. Das Ding ist ready. Ich verabschiede mich, bedanke euch bei euch natürlich fürs Zuschauen. Abonniert den Channel hiphop.de. Like dieses Video. Wenn ihr sagt, ja, Beef, Battle, kann alles auf Tracks bleiben, aber nicht weiter. Einfach nicht weiter. Das ist so gut bis hier, nicht weiter. Freunde. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ich habe eine Menge Was-Los-Folgen für euch am Start. Hier in Berlin gedreht. Viel für euch gedreht. Manuelsen, ein wirklich geiles Ding mit Manuel. Ich habe Julian Williams. Das wird wieder viel Stuff für Stupido geben. Ich habe ich habe einiges an Stuff für euch, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen. Gang, Zeichen. Jetzt geht's hier los. Ich muss los. Schattenlose Kick. Ich bin raus.